say things when I'm hurting. You always pick me up when I am down. It's like you have a spark that leaves me burning. This might be right. Either you feel it or you don't. Might give it a try, yeah. Our bodies collide. Baby, you're everything I want. Let's give it some time, yeah. Somebody told me I should hit and run, but they don't know, they don't know, they don't know. Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und einen ja, schönen Start in die neue Woche. Heute ist es Montag, ich habe hier meine Zahnschienenbox schon in der Hand. Die Zahnschienen habe ich jetzt gerade eben reingetan und habe vorher 2 Kaffee getrunken und gefrühstückt. Ja, seitdem ich die Zahnschienen trage, zwinge ich mich immer dazu, wirklich direkt in der Früh zu frühstücken, weil sonst vergeht ziemlich viel Zeit, in denen ich die Zahnschienen nicht trage. Also, ja, ich habe letzte Woche mein Physikum wieder fortgesetzt. Kurze Erklärung für alle, die das nicht mitbekommen hatten oder die Videos noch nicht so lang gucken. Mein Physikum musste unterbrochen werden wegen der aktuellen Situation, weil es halt nicht mehr umsetzbar ist mit Social Distancing, dass wir halt bald genug so weiterarbeiten können, und dann musste es erstmal abgebrochen werden. Und das hat natürlich jeder nachvollziehen können, aber trotzdem fühlst du dich voll komisch, weil du bist halt irgendwie so ein bisschen in der Schwerelosigkeit gefühlt. Also du schwimmst so ein bisschen, weil du halt das Gefühl hast, du bist irgendwie nicht mehr in der Vorklinik, aber auch nicht in der Klinik, und man möchte das halt abhaken können mit dem Physikum. Und das war ja wirklich die allerletzte Prüfung. Also viele Unis machen es scheinbar so, dass sie erst die Zahnmedizin abprüfen und dann die Außerhausfächer, also Anatomie, Biochemie und Physio. Aber bei uns war es anders. Bei uns war diese praktische Woche das Letzte, was wir noch hätten machen müssen, und dann hätten wir es gehabt. Und deshalb war das halt so übel. Und ja, jetzt haben wir lange dann gewartet, und dann kam das Go von der Zahnklinik, beziehungsweise von der Zahnklinik, dass in Absprache mit dem Ministerium das wieder weiter fortgesetzt werden darf, aber mit Sicherheitsauflagen, dass halt keiner von uns sich anstecken kann. Und ich hätte rein theoretisch bis Dienstag arbeiten dürfen im Labor, habe ich aber nicht gemacht, wie ihr sehen könnt, denn ich sitze ja hier und nicht im Labor. Ja, um das kurz zu erklären, warum ich das so entschieden habe. Ich wollte eigentlich am Donnerstag safe schon abgeben. Habe ich auch vorher zu meinem Freund gesagt, dass das meine Zielsetzung ist. Ich möchte da nicht ewig rumtun. Ich fand meine Arbeiten eigentlich schon, als wir abbrechen mussten, ganz gut, weil ich habe an allen Arbeiten gleichzeitig gearbeitet. Also wir hatten, ich weiß nicht mehr, wie viele unterschiedliche das waren. Ist eigentlich auch egal, aber auf jeden Fall habe ich immer, wenn ich keinen Bock mehr auf das eine hatte, habe ich das andere gemacht, und deshalb waren meine Arbeiten eigentlich von den Schritten her alle ungefähr auf gleichem Level und alle ungefähr fast fertig. Also so Sachen, die ich noch machen wollte, war halt nochmal Kleinigkeiten ausbessern, polieren, so ein Zeug halt. Und weil ich die Erfahrung halt gemacht habe, dachte ich mir, komm, wenn da ein Fehler dran ist, dann wird er dir eh nicht aufgefallen sein, also kannst du es auch gleich abgeben. Genau, habe ich also gemacht und habe das auch mit dem Hintergedanken gemacht, je weniger Leute jetzt gleichzeitig im Labor sind, desto besser und desto sicherer ist es für alle. Deshalb dachte ich mir, komm, bevor du da jetzt 2 Tage ein bisschen kosmetisch rumdoktorst, kannst du es auch einfach abgeben und nach Hause gehen, und dann ist es für alle sicherer. Genau. Ich habe übrigens ganz viele Fragen zu dem Phantomkopf bekommen. Wie gesagt, wenn das alles gelaufen ist, können wir gerne eine riesen Q&A-Session machen, wo ich euch sage, wo ich was her habe, was ich geliehen habe, wie ich geübt habe und so weiter und so fort.
nur weil ich zu dem Phantomkopf so viele Fragen bekommen habe, das ist keine bezahlte Werbung, aber ich habe den bei fit4klinik.de geliehen und habe das halt als Komplettpaket geliehen, damit ich den halt hier in meinem Tisch festschrauben kann. Genau, wow, hat das gerade geknackt, alter Verwalter. Ja, ich habe eine richtig lange To-Do-Liste, as you can see. Das hier ist meine To-Do-Liste für heute und da habe ich noch nicht so wirklich viel abgehakt, deshalb werde ich mir jetzt mal Mühe geben, ja, da noch ein bisschen was zu schaffen. Und dann melde ich mich später bei euch, würde ich sagen. I haven't seen you in a while. I never thought you'd be so wild. Things are moving way too fast. Why don't we slow down? Yeah. Moving just like we used to. Baby, it's time to let loose now. Step back, deep breaths now. Before things get out of control. I hope you really like me. I want it to be you and me. I wanna give it all to you. I can show you if you stick around, yeah. All I need is one night to change your mind. Wait until the morning before you get out of here, yeah. Baby, we need more time, yeah. More time to change our lives, yeah. We could be the greatest if you just give us a chance, yeah. You've always been on my mind. So. Ich war jetzt gerade eben in der Stadt unterwegs und war kurz bei DM und ich dachte mir, ich zeige euch, was ich gekauft habe. Das ist großteils für das Geschenk einer Freundin, aber weil die schon Geburtstag hatte und das Geschenk schon hat, wenn der Vlog online kommt, kann ich es euch trotzdem zeigen. Da, 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 da. Wohlgemerkt, was ich ihr nicht schenken werde, sind die Zungenreiniger. Leute, ganz ehrlich, it's a life changer, wirklich kein Witz. Ihr müsst euch Zungenreiniger holen. Das ist so geil, weil kennt ihr das, dass ihr in der Früh aufwacht und ihr habt euch am Abend richtig akribisch die Zähne geputzt und ihr wacht auf und ihr habt das ekelhafteste Gefühl EU West im Mund? Das passiert nicht so schnell mit Zungenreiniger. So, I like. Genau. Ich habe einmal in Pink für mich und einmal in Grün für meinen Freund. Die sind sackteuer, die kosten 3 Euro pro Stück und man kann die ja auch nicht so lange verwenden. Also das finde ich echt ein bisschen hanebüchend. Vielleicht könnte man das auch mit einem Löffel selber machen. Theoretisch, aber naja. Weiter geht's. Ich habe hier so einen niedlichen Topf mitgenommen. Die gibt's ganz ähnlich bei IKEA und ich weiß, dass die eine Zeit lang jeder hatte. Und ich fand das voll süß. Genau, was ich ihr da zusammengestellt habe, ist, ich habe einmal hier Badesalz drin. Badekristalle Poolparty. Mit Badesalz ist es immer so eine Geschichte. Manche Leute haben keine Badewanne, so wie wir. Dann ist Badesalz immer schlecht, aber ich glaube, sie hat eine daheim. Die hier liebe ich. Das sind so Himbeer-Reiswaffeln. Dann habe ich noch, alles klar, Erdbeerchen oder wie heißt es? Knusper-Erdbeerchen. Diese Teile sind so unfassbar lecker. Die erinnern mich aus irgendwas aus der Kindheit. Ich kann nicht genau sagen, was. Genau, dann habe ich hier, das habe ich mir nämlich selber gekauft und ich finde das voll gut, von Manhattan Supergel Nagellack. Also Manhattan kaufe ich eigentlich nie irgendwas. Ich weiß nicht warum, die Marke ist mir einfach nicht so, spricht mich nicht so an. Aber ich habe das bei einer Bloggerin gesehen, Jasmin_DM heißt sie, glaube ich. Und die hat so schön gepflegte Nägel gehabt. Ich darf ja auf den Fingernägeln darf ich nichts tragen, weil, ja, weil Uni, aber auf den Fußnägeln schon. Und da hält das immer nicht so lange. Und mit diesem Topcoat hält das richtig gut. Ich zeige ihn euch mal von der Nähe. So sieht der aus. Und das ist halt der mit der lila Kappe, das ist der Topcoat. Und dann habe ich für sie so einen roten Nagellack geholt. Ich hoffe, sie mag roten Nagellack. Aber roten Nagellack mag ja eigentlich jeder, ne? Genau, der ist so rot-pink-mäßig und das ist halt der Basecoat. Und dann macht man das drüber und dann hält das, glaube ich, richtig lange. Und dann habe ich noch so eine Riegel geholt. Ich liebe ja von Hey die Riegel, die Pamela Reif am meisten mag, die mit der Schokolade unten drin. Und as you can see, ich versuche es euch mal zu zeigen, ist auch hier Schokolade unten drin. Also der könnte sehr, sehr ähnlich schmecken, Schoko-Heidelbeere. Ja, sah ganz lecker aus, deshalb dachte ich mir noch was zu essen mit dazu. Und mir habe ich dann noch diesen Sonnenschutz hier geholt. Ich folge nämlich X Skincare, also Leon, auf Instagram.
seitdem ich ihn bei Hatti im Video gesehen habe. Ich feiere ihn so krass und seine Art und alles einfach. Und ich glaube, dass er diese Sensitivreihe von DM ganz gut fand. Genau, und wir haben keinen Ganzkörper-Sonnenschutz mehr, weil ja, der letzte ist abgelaufen vom letzten Jahr und jetzt habe ich mir einfach den hier geholt. So für den ganzen Körper, fürs Gesicht habe ich einen anderen Sonnenschutz, der halt speziell auch für zickige Haut geeignet ist. Also den hier werde ich im Gesicht nicht anwenden, weil mein Gesicht ja sowieso ein bisschen geplagt ist. Genau. Und jetzt muss ich mal gucken. Mir hat jetzt gerade eben eine Freundin geschrieben. Der hatte ich nämlich am Wochenende angerufen wegen meinem Physikum und wollte mit ihr da ein bisschen drüber quatschen. Da hatte sie keine Zeit und sie hat gemeint, ob wir jetzt drüber quatschen wollen. Jetzt muss ich mal gucken. Eigentlich wollte ich joggen gehen jetzt. Fragen über Fragen. So, ich muss jetzt leider nochmal mein Outfit umschmeißen, weil draußen sieht es jetzt so aus, als würde es gleich das Regnen anfangen. Und meine App sagt auch, dass es gleich das Regnen anfängt, aber ich möchte irgendwie heute unbedingt joggen. Ich werde öfters mal nach meinen Sachen gefragt, deshalb dachte ich mir, ich sage euch einfach, was das ist. Also die Hose ist von Gymshark, die ist nicht original von Gymshark gekauft, sondern von so einer Instagram-Seite, die mir vorgeschlagen wurde. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass die Hose sich ein bisschen schlechter anfühlt als meine normalen Gymshark-Hosen, aber sie war halt günstiger und ich finde Gymshark so teuer. Deshalb dachte ich mir, ich probiere das mal aus. Meine Schuhe, die sind jetzt für das Wetter wahrscheinlich auch nicht bestens geeignet. Die sind Nike Infinity React, heißen die, glaube ich. Wo steht das? Das steht bestimmt drinnen. Ich werde versuchen, euch das hinzuschreiben, welche Schuhe das sind. Ich mag die richtig gerne. Die haben eine sehr, sehr gute Federung. Ich habe die bei Fitmate Mary das erste Mal gesehen. Man kann die auch waschen. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie man die waschen kann, ohne dass sie eingehen? Also halt Sportwäsche, ne? Eh klar. Aber die darf ich danach nicht in Trockner tun, oder? Ich muss sie dann trocknen lassen mit Papier ausgestopft, oder? Just let me know. Dann habe ich hier meinen obligatorischen Knoten im T-Shirt. Und darunter habe ich einen Sport-BH, der ist auch von Gymshark, aber der ist schon ein bisschen älter. Und meine Jacke ist von The North Face. Mammut. Hier steht's. Mammut. Man kann es kaum lesen, aber sie ist von Mammut. Und meine Bluetooth-Kopfhörer sind von JBL. Die finde ich ganz gut für Sport, weil die halt ziemlich fest sitzen. Aber sonst kann ich euch die nicht empfehlen, weil die wirklich sehr fest sitzen. Genau, und dann habe ich jetzt in der Jackentasche noch meinen Schlüssel dabei. Hier habe ich das Handy drin und die Kamera lege ich jetzt beiseite und gehe eine kleine Runde laufen. Hab da heute irgendwie Bock drauf. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber manchmal gibt es Tage, da möchte man laufen. Und dann sollte man es nutzen. Schönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben heute Mittwoch. Gestern habe ich nicht gevloggt, weil gestern war irgendwie nichts so wirklich, was ich euch hätte filmen können mit dabei. Aber ich habe gestern dann die Meldung bekommen von meiner Dr. Smile App, dass ich die Aligner wechseln muss. Also das ist jetzt mein Step 2 Aligner von insgesamt 7. Und ich kann so viel sagen, zieht, aber es zieht nicht so wie beim ersten. Also beim ersten Aligner war es, glaube ich, am schlimmsten. Ich suche mir gerade kurz eine Lippenpflege. Übrigens habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich ein bisschen andere Hautpflege verwende, beziehungsweise jetzt zusätzlich was anderes noch verwende. Und zwar handelt es sich dabei um Sachen, die mir verschrieben wurden vom Hautarzt. Ich war letzte Woche in der Hautklinik in Erlangen. Und ich hatte euch, glaube ich, gesagt, beziehungsweise ich hatte auf Insta gefragt,
ob Leute Erfahrung haben mit einer Vitamin-A-Therapie, weil das was war, was ich überlegt hatte zu starten. Also, dass man halt Aknenormin oder Isotretinoin heißen, glaube ich, die Präparate, dass man das halt oral einnimmt und das muss man über einen gewissen Zeitraum machen. Und bei dieser Vitamin-A-Therapie werden halt die Talgdrüsen, ja, die Talgdrüsenanzahl wird verringert und dadurch wird nicht mehr so viel Talg produziert. Viele Leute haben danach keine Probleme mehr mit Akne. Und ich bin zur Hautklinik gegangen und habe halt gesagt, dass ich das gerne machen würde. Und das Komische ist, mir wurde das da ja sogar empfohlen, dass ich darüber nachdenken soll, das zu machen. Und jetzt habe ich gesagt, ich möchte es machen. Und jetzt hat aber die Hautärztin gesagt, nee, also sie hat da im Laufe ihrer beruflichen Laufbahn schon so viel miterlebt, auch was das an starken Nebenwirkungen mit sich bringt. Und sie würde das mir jetzt nicht empfehlen, weil wir noch nicht alle anderen Möglichkeiten ausprobiert haben. Ja, nice. Also ich meine, was soll ich sagen? Natürlich habe ich trotzdem zugestimmt, weil ich bin ja nicht der Profi. Aber ich hätte schon gerne so eine schnelle Lösung gehabt, wenn ihr versteht, was ich meine. Auch wenn natürlich so ein Präparat nichts ist, was man einfach auf die leichte Schulter nehmen sollte und einfach nehmen sollte. Ja, aber jetzt habe ich stattdessen eine Vitamin A Salbe und abends benutze ich eine Creme, die gegen die POD noch sein soll, weil die POD scheinbar nicht so gut ist. Also jetzt gerade ist die Haut wieder geröteter, aber immer am Anfang, wenn man diese Vitamin A Salbe nimmt, wird die Haut erstmal schlechter. Aber ich finde eigentlich nicht, dass die POD jetzt schlimmer geworden ist. Das Einzige, was mich natürlich ein bisschen verunsichert, ist, dass sie nicht weggeht. Also sie heilt nicht ab, wie sie es die letzten Male gemacht hat, sondern sie bleibt einfach da, wo sie ist. Ja, keine Ahnung. Aber gut, ich werde jetzt einfach mal die Cremes so weiternehmen und abwarten. Und
Du bist übrigens 4 Jahre alt und sie ist auch 4 Jahre alt. Alles okay, ha? Zwischen den Babys hier. Jetzt machen wir noch die Trense dran. Dann sind wir good to go, ne? Mäuschen. Ich glaube, Ida wird auch mal so frech. Wie die zwei Checker hier vorne. Butterflies in my chest, heartbeat like a bird that's humming. Trust your words, cause you know me best. Let's take a walk down a brick road. Click your heels and you'll be there. I want you, do you want me too? Aber okay. Once you hear the rhythm playing, promise you won't be complaining. I'll be here for you if it's for you. Guck doch mal freundlich. My body gets to sway and promise you won't be complaining. And I'll be saying, yeah. Can I dance for you? Would that be cool? Can I dance for you? Would that be cool? Yeah. Are coming, funny girls are real sweet. I don't say these words often. Loving you has left me weak. But let's take a walk down a brick road. Click your heels and we'll be there. I want you, do you want me too? Once you hear the rhythm playing, promise you won't be complaining. I'll be here fully if it's for you. My body gets to sway and promise you won't be complaining. And I'll be saying, yeah, yeah. In the